wir führen hier heute einen größeren Präventionseinsatz mit Auszubildenden der Polizei durch. Rund 50 Kollegen sind im Bereich des Cottbuser Tores und auch am Halleschen Tor unterwegs. Jetzt ist ja die Polizei am Cottbuser Tor nicht unbedingt so beliebt. Welche Erfahrungen haben denn die Kolleginnen und Kollegen heute schon gemacht? Na, es ist ja so, dass wir die Leute schützen wollen. Passanten, die hier entlanglaufen, werden von uns gezielt angesprochen. Möglicherweise ist auch die ein oder andere Handtasche offen. Da haben wir dann Kollegen, die in Zivil unterwegs sind, ein kleines Klebchen raufmachen und dann die Person ansprechen. Schauen Sie, Ihre Handtasche war offen. Das hätte jetzt normalerweise ein Handtaschendieb ausnutzen können und Ihre Geldbörse wäre möglicherweise weg gewesen. Kannst du gerade schildern, was passiert ist? Ja, mir wurden Sticker hinten auf den Rucksack geklebt, was ich nicht mitbekommen habe. Ja, ist ganz einfach, daran zu kommen. Ändert das jetzt irgendwas an deinem Verhalten und wenn ja, was? Ja, genau an der Stelle, wo der Sticker klebt, ist, glaube ich, auch mein Handy. Ich hoffe, es ist da jetzt noch. Ja, ich glaube, das werde ich mal umpositionieren. Was ist jetzt gerade passiert? Jemand hat mir einfach so einen Sticker auf den Rucksack geklebt. Ich habe aber überhaupt nichts gemerkt. Ich habe nur einen Reißverschluss dann irgendwann, als der aufgemacht wurde, da habe ich das gemerkt, halt von der Vibration her. Ja, das heißt, was hätte jetzt passieren können? Ja, jemand hätte mir irgendwas aus dem Rucksack klauen können, aber glücklicherweise ist da nur Essen drin und ein paar Klamotten. Die wichtigen Sachen habe ich halt in meiner Bauchtasche. Was ist denn das Feedback, was auch die Passantinnen und Passanten den Kollegen bisher heute so gegeben haben? Es ist so, dass man sich informiert. Man weiß sehr wohl, dass die Zahl der Taschendiebstähle im vergangenen Jahr sehr angestiegen sind. Und es ist so, dass natürlich man die Tasche dicht am Körper tragen sollte. Sie sollte geschlossen sein. Man sollte ein Auge drauf haben. Besonders in U-Bahnhöfen oder an Haltestellen, wo es ein Gedränge gibt, das nutzen natürlich die Taschendiebe aus. Diese kurze Unaufmerksamkeit, ein kurzer Schubser und schon ist die Geldbörse weg. Wir machen auf diese Umstände aufmerksam und versuchen dort die Leute zu sensibilisieren.